pack mal meinen Globus auf. Da wollte ich gerade fragen, was machst du da? Oh, oh Mensch, ist das schwierig aufzupusten. Ja, ich puste diesen Globus auf. Ein Globus? Ja, eine Erdkugel, weißt du? Da sind alle Länder drauf. Schau mal, ich zeig dir das mal hier so. Okay. Schau, warte, da ist Europa und da ist Deutschland. Und da ist Schwalmtal, genau. Und Niederkrüchten direkt daneben. Und Wegberg auch. Und ehrlich, da dich da drauf? Ja, oh, das ist ein cooler Globus. Ne? Aber Manuela, warum machst du das? Na, damit ich meinen Kindern zu Hause zeigen kann, wo Deutschland ist und Afrika und Asien und hier, wenn man nur ein bisschen dreht und wenn der Grund rund wäre, auch Amerika, Südamerika, alles ist da drauf. Eigentlich drauf. Aber warum musst du das denn deinen Kindern beibringen? Na, im Moment sitzen die zu Hause und ich bringe denen Erdkunde bei. Manuela? Ja? Die Luzi hat mir gesagt, Homeschooling ist in Deutschland nicht erlaubt. Die Luzi hat gesagt, Homeschooling? Homeschooling, genau. Ist nicht erlaubt. Ja. Okay. Homeschooling, was ist das? Weil das die Eltern den Kindern das zu Hause erklären. Oh, du meinst Homeschooling. Heißt das Homeschooling? So? Okay. Dass man zu Hause Schule macht. Ja, genau sowas. Ich dachte, das heißt Homeschooling. Ja, normalerweise gehen die Kinder ja in die Schule und lernen da was. Da bringen die Lehrer denen das bei. Aber im Moment sind die Kinder alle zu Hause und deswegen machen die Aufgaben zu Hause. Und manche Sachen müssen dann die Eltern auch erklären. Okay, also das heißt also Homeschooling. Ja. Und in Deutschland ist es normalerweise verboten, aber jetzt gerade erlaubt, weil irgendwie alles nicht normal ist. Genau. Ja, okay. Und wo darf man das sonst ganz legal machen? Lernen? Nein. Wie heißt das nochmal? Homeschooling. Homeschooling, wie das? In der USA geht das und in Großbritannien auch. Aber in Deutschland? Deutschland also nicht. Also im Moment darfst du deinen Kindern was beibringen und meine Mama darf mir was beibringen, aber nur weil nicht normal ist. Wenn wieder alles normal ist, dann darf ich wieder sagen, Mama, du hast mir nichts zu sagen. Ja. Ja, das kannst du sagen. Ich möchte mal wissen, wie deine Mutter reagiert. Aber das ist doch illegal, Homeschooling. Die Schule. Normalerweise müssen die Kinder in die Schule gehen. Aber die Eltern dürfen ja trotzdem was erklären. Okay. Und bei manchen Sachen dürfen die Eltern auch den Kindern was sagen. Okay. Ey, sag mal, wann fängt denn jetzt bei euch zu Hause die Schule an? Also heute war es 8 Uhr. 8 Uhr? Ja, so genau 8 Uhr. Da können die Kinder ja gar nicht länger schlafen als sonst. Doch, das ist ja klar. Also bei uns zu Hause, die müssen ja sonst zur Schule laufen, mit dem Fahrrad zur Schule fahren, das entfällt. Die durften heute bis 7 Uhr liegen bleiben. Bis 7 Uhr? Ja. Das ist aber immer noch früh, oder? Und doch. Wann ist Schulschluss? Guck mal auf die Uhr. Ist das gleich Ende bei euch? Ja, gleich ist Ende. Und gibt doch Pausen? Na klar. Und hast du ja auch einen Schulgong? Schulgong? Nee, den haben wir nicht. Oh, Manuela. Mann, man muss einen Schulgong haben. Ein Schulgong? Das ist, für die Kinder ist der Schulgong immer die größte Freude. Wenn der Gong kommt, ist Pause. Manuela, ehrlich. Aber woher kriege ich denn jetzt so schnell einen Schulgong? Wir haben keinen Schulgong zu Hause. Oh, ja. Manuela, ich habe eine Idee. Ja? Ich bin dein Schulgong. Pass mal auf, ich kann super Schulgong sein. Ich zeig dir das mal, ja? Ja, Paul. Ding, dang, ding, dong. Super, ne? Oh, der ist schon ganz schön, Paul, aber ich kenne Schulgong anders. Das muss ich anders anhören. Okay, ja. Ich kann noch einen, pass auf. Genau so, Paul, der ist gut. Okay, pass auf. Ich bin jetzt euer Schulgong zu Hause, okay? Ja, kommst du direkt morgen? Ja, um 8 Uhr. Was startet die Schule? Ich komme morgen zur ersten großen Pause. Dann freuen sich die Kinder, wenn ich endlich die Pause einläute, okay? Okay, aber komm nicht so spät, dass wir so spät die Pause haben, okay? Ja, okay, das ist ein guter Kompromiss. Dann sag ich mal, tschö, tschö, bis morgen. Bis morgen.